So Leute, starten wir mal den Zyklontest. Also ich habe jetzt einen Kübel mal mit Spänne voll gemacht. Das sind 3,545 Kilo. Dann machen wir jetzt einfach mal hier ein Tara. Und dann sehen wir danach, was abgeht. So, der Zyklon ist jetzt montiert. Hier der Kübel, hier der Schlauch von der CNC. Dann starten wir mal die Spindel. Und zeigen den Kübel mal wieder. Ich lege das Handy jetzt mal weg, weil ich zwei Hände brauche. Starte ich gleich wieder. So, der Kübel ist komplett leer. Dann schalten wir die Spindel mal wieder ab. Dann warten wir mal, bis die Anlage ausgeht. So, die Anlage ist aus. Dann steckt man mal ab und füllen wir mal wieder alles zurück in die Kübel. Also so schaut jetzt das von innen aus. Man sieht recht schön die Zyklonspuren, wie es gewirbelt hat, so quasi in die Richtung. Ja, ich würde mal sagen, 10 Gramm. Ist schon nicht schlecht für so eine große Absaugung von so einem großen Zyklon. Das kann man gelten lassen.